Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Namen meiner Fraktion möchte ich den Soldatinnen und Soldaten, die in den letzten Monaten Tausenden von Menschen das Leben gerettet haben, herzlich danken. Das ist eine sehr, sehr großartige Tat, die Sie da vollbracht haben. Ich will dennoch erklären, warum wir heute dem Mandat nicht zustimmen werden. Der Kollege Kiesewetter hat vorhin völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die beiden Hauptaufgaben, die Bekämpfung von Schleusern, im Übrigen, Herr Kollege Lukassen, Seite 6, Antwort auf Ihre Frage, wo steht das, Seite 6, und Ausbildung der Küstenwache ist. Und das muss man sich anschauen. Es ist richtig, wir haben es zu tun mit einem zynischen Spiel von Menschenschmugglern mit Menschenleben. Wir kennen alle die Bilder von mindestens 3.000 Toten ertrunken im Mittelmeer allein im Jahr 2017. Wir kennen die grauenvollen Bilder aus Lagern, in denen die Menschen unter unvorstellbaren Bedingungen eingepfercht werden. Wir kennen die Bilder von Sklavenmärkten, auf denen diese Menschen verkauft werden. Es ist notwendig, diesen Leuten, diesen skrupellosen Hintermännern das Handwerk zu legen. Aber diese Hintermänner sind nicht auf diesen Nussschalen im Mittelmeer, die sind an Land. Und deshalb ist der Ansatz, der gerade genannt worden ist, nämlich das Ganze sei dafür da, um Menschenschmuggel zu bekämpfen und die Menschenschmuggler zu bekämpfen, an der Stelle einfach falsch. Und es funktioniert mit diesem Mandat, so wie es beschrieben ist, schlicht nicht. Es gibt eine gute Nachricht von letzter Woche. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag 6 Personen mit Sanktionen versehen, die genau dieses Geschäft betreiben. Das ist gut. Einer dieser Leute, einer dieser 6 skrupellosen Menschenschmuggler ist Abdelrahman Al-Milad. Und er selbst gehört zur Küstenwache. Damit bin ich beim Zweiten. Wissen wir, wen wir da ausbilden? Wissen wir eigentlich, was wir dort tun? Wissen wir eigentlich, wem wir die Aufgabe geben und die wir auch sozusagen bestärken darin, weil wir sie ausbilden, indem wir tatsächlich Geld fließen lassen in die Ausbildung von Menschen, die erwiesenermaßen von den Vereinten Nationen bestätigt Menschenschmuggler sind? Ich glaube nicht, dass das Sinn macht, und auch deswegen lehnen wir dieses Mandat ab. Die militärische Ausbildung ohne jegliches politisches Konzept ist stets ein großes Risiko, in dem Fall ein weit größeres Risiko als die Chancen. Wir machen gerade dieselben Fehler wie bei der Ausbildungsmission in Somalia. Es ist offensichtlich, worum es hier eigentlich der Bundesregierung geht. Es geht darum, so schnell wie möglich, so viele Menschen wie möglich abzuhalten, nach Europa kommen zu können, egal wie. Und dieses egal wie ist das, was aus unserer Sicht nicht erträglich ist, weil es tatsächlich jede Konsequenz einfach missachtet. Und nochmal, die Küstenwache auszubilden, die von Milizen betrieben werden, die von Schleusern betrieben werden, ist schlicht fahrlässig. Es ist notwendig, die Rettungsarbeit weiter auszubauen und uns zu unterstützen, uns auch zu schützen gegen genau diese libyschen Milizen und sie nicht ausbilden, aber auch gegen das, was zurzeit in Italien passiert. Ich bin sehr froh über die Worte des französischen Präsidenten in dieser Angelegenheit. Aber es ist auch festzuhalten, dass Sophia Teil ist einer vollkommen verfehlten Libyen- und Migrationspolitik, nicht nur der Bundesregierung, sondern der EU. Es geht hier um Show und nicht um Substanz. Und es ist offenkundig, dass wenn Europa jedem, der verspricht, Migranten abzuhalten, davon nach Europa zu kommen, einfach den roten Teppich ausrollt, dass das nicht nur Libyen destabilisiert, sondern dass auch ein Konjunkturprogramm entsteht, genau für diese Schurken, die wir tatsächlich die letzten Jahre ja immer wieder versucht haben zu sanktionieren, deren Menschenrechtspolitik wir ja immer wieder bekämpft haben, die aber jetzt plötzlich unsere Freunde sind. Und man sieht ja zurzeit am Gipfel in Paris, dass man dann Leute zusammenbringt, die sich dann Gott sei Dank auch zusammenfinden. Das ist auch gut so. Aber dann feiert man die wenigsten Erfolge, die am Ende aber möglicherweise nicht nachhaltig sind, weil wir zum Beispiel nicht einmal wissen, was gewählt werden soll. Die haben sich auf Wahlen verständigt, aber wir wissen nicht einmal, welche Wahlen dort gemeint sind. Und deshalb gilt es, dass man sich überlegt, wie man Nachhaltigkeit, wie man eine tragfähige Stabilisierung Libyens vorantreibt. Das, was hier vorliegt, ist kein Beitrag dazu. Das ist eher ein Beitrag zu der sogenannten Achse Berlin-Wien-Rom. Das hilft vielleicht kurzfristig bei irgendwelchen innerparteilichen Auseinandersetzungen, aber nicht zur Stabilisierung Libyens. Vielen Dank, Omid Nuripur. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Elisabeth Motschmann.